Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei den Bildungskosten geht es in der Tat um eine wichtige Frage der Chancengerechtigkeit. Der Bildungserfolg der Kinder darf nicht vom Elternhaus abhängen. Aufstieg durch Bildung muss ein wichtiges Versprechen unserer Gesellschaft sein und viel öfter Realität werden. Wir brauchen hier deutliche Fortschritte, denn es gibt da leider in den letzten Jahren eher Rückschritte, wenn man sich das genau anschaut. Und unsere Position ist beim Thema Lernmittelfreiheit: Familien sollten im Regelfall die Basics, also Hefte, Stiften, Mappen, schon selbst finanzieren. Das ist auch ganz deutlich zu sagen. Da haben wir eine andere Position auch als SPD und SSW. Aber Bücher und Endgeräte sollten durch den Staat finanziert bzw. bereitgestellt werden. Für bedürftige Familien gibt es ja in Deutschland das Bildungs- und Teilhabepaket. Es soll jetzt eine Weiterentwicklung zum Kinderchancenportal geben. Das Ganze soll unbürokratischer und digitaler werden, was aus unserer Sicht auch dringend erforderlich ist, damit der Zugang deutlich verbessert wird. Das klappt oft in der Realität nicht. Und Schwarz-Grün hat die mehrfach geforderte Studie zum Thema Bildungskosten leider abgelehnt. Ich verstehe bis heute ehrlich gesagt nicht so richtig, warum, auch wenn ich den Reden genau zugehört habe. Denn natürlich, das Problem ist bekannt, aber es muss doch darum, wie man es möglichst gezielt, Herr Kollege Krüger, anpacken kann. Möglichst gezielt. Und deswegen braucht man vielleicht auch an einer Stelle auch mehr Informationen. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Denn ich frage mich schon auch nach den Redebeiträgen, was ist jetzt eigentlich das konkrete Konzept dieser Landesregierung? Es gibt keins. Und es gibt strukturierte Prozesse und es gibt Kommissionen, wie bei so vielen Themen. Aber Ergebnisse, meine Damen und Herren, gibt es bei Schwarz-Grün leider fast keine. Fast keine. Die Probleme werden vertagt und weitergedreht, weil man kein Geld ausgeben will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt noch ein paar Punkte, die auch schwierig sind. Wir haben ja vor einigen Wochen über das Thema Klassenfahrten gesprochen. Auch da ist das Management ja offenbar nicht allzu erfolgreich. Wir reden immer wieder über das Thema Schwimmunterricht, dass wir diesen endlich flächendeckend im Land sicherstellen. Denn auch da geht es natürlich um das Thema Kosten für Schwimmkurse, die man im Zweifel dann selber übernimmt, um das Thema Zeit, was in vielen Familien eben auch nicht so möglich ist. Also das Thema Schwimmunterricht ist aus meiner Sicht auch eine wichtige Frage der Chancengerechtigkeit. Auch das gehört heute dazu. Meine Damen und Herren, das Staatschancenprogramm des Bundes ist eine sehr gute Sache, eine sehr gute Idee. Die geeinten Bund-Länder-Eckpunkte halte ich für richtig. Und meine Damen und Herren, für die angedrohte Ablehnung durch Schleswig-Holstein bzw. die unionsgeführten Länder und die Verquickung mit dem Thema Digitalpakt II habe ich keinerlei Verständnis. Frau Prien hat es gerade noch mal wiederholt. Frau Prien, das muss ja jeder selber wissen, wie er es macht. Aber Sie sind immer noch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und nicht bildungspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und ich finde das schon toll, Ihre irre Haltung hier, Parteipolitik auf dem Rücken der Kinder zu machen, ihrer Zukunftschancen. Und natürlich ist der Digitalpakt 2.0 wichtig. Ich will aber mal daran erinnern, Frau Prien, die CDU-CSU hat jahrelang gebraucht, um den Digitalpunkt 1 überhaupt auf den Weg zu bringen. Dann hat sie ihn so gestaltet, dass das Administrieren unheimlich lange gedauert hat und kompliziert war. Jetzt hat man in vielen Bereichen dazugelernt. Natürlich muss es einen Digitalpakt 2 geben, aber die Verknüpfung des Staatschancenprogramms mit dem Digitalpakt 2.0 ist unredlich, meine Damen und Herren. Was die Union hier macht, ist... Ich habe das Wort jetzt runtergeschluckt, weil das wäre, glaube ich, nicht parlamentarisch gewesen, aber es ist ein Problem. Sie sind unheimlich stark darin, Geld von anderen zu fordern und an andere zu appellieren. Meine Damen und Herren, wir werden sehen, was Sie in Ihren Haushaltsentwurf reinschreiben, den wir noch nicht kennen. Da werden wir sehen, wie die Schwerpunktsetzung ist. Bei Schwarz-Grün, da werden wir gucken, ob die Schwerpunktsetzung im Thema Bildung genauso ist wie bei Jamaika. Und Sie erzählen immer, Sie haben Haushaltsprobleme. Natürlich haben Sie Haushaltsprobleme, die Sie auch größtenteils selbst verschuldet haben. Aber der Bund hat keine Haushaltsprobleme, also Sie sind unheimlich stark im Fordern, im Liefern. Da passiert gar nichts, meine Damen und Herren. Und das Thema Ganztag ist ja genau der nächste Punkt. Beim Thema Ganztag, da sind es Ihre Bürgermeister, die uns besorgt ansprechen, wie Sie es eigentlich machen sollen, was Land Sie im Stich lässt. Sie hantieren mit Bundesgeld und machen gar nichts, Herr Kollege. Ja, die Schuldenbremse. Sie haben im Bund geklagt. Ist ja Ihr gutes Recht, ist ja wunderbar. Aber Sie können nicht mal sagen, bei anderen, die müssen mehr Geld ausgeben. Die müssen aber auch sparen und sie dürfen die Steuern nicht erhöhen. Die müssen die Schuldenbremse einhalten. Also bei anderen immer groß auf die Torte hauen und selber mit Mimimi hier nichts liefern, meine Damen und Herren. Das ist peinlich, was Sie machen. So, das musste vom Wochenende noch mal raus.
Nein, Kollegen. Wir werden die Haushaltsberatung haben, Herr Kollege, und da werden wir gucken, was davon übrig geblieben ist von Ihren dicken Backen. Meine Damen und Herren, Erkenntnis aus der Anhörung. Der Vorschlag des Kinderschutzbundes zur Senkung der Bildungskosten, den § 13 Absatz 1 des Schulgesetzes, um den Punkt zu ergänzen, dass Schülerinnen und Schüler unentgeltlich digitale Endgeräte und notwendige Software leihweise erhalten, unterstützen wir. Unterstützen wir, weil es liegt eine Verantwortung des Landes und nicht nur des Bundes und der Schulträger. Und meine Damen und Herren, es war in der Weimarer Verfassung ja mal angelegt sogar, dass an den Volksschulen alles frei zur Verfügung gestellt wurde. Da sind wir der Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber es muss vor allem darum gehen, dass die Kinder, die nicht die guten Chancen haben von zu Hause aus, dass denen besser geholfen wird. Und es muss darum gehen, dass wir die digitalen Endgeräte, dass wir das endlich vernünftig regeln. Das sind aus meiner Sicht die wichtigen Aufgaben. Ich würde es gut finden, wenn wir eine Studie machen, damit wir gezielter daran arbeiten können. Dass Schwarz-Grün das nicht macht, verstehe ich nicht. Wir werden auf jeden Fall weiter rumnerven und uns weiter darüber unterhalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ein schönes Wochenende.